Marke? Was stimmt nicht mit diesem Teufelsbraten? Ihren Ärger schütteln. Ja, ich schau ja. Er wacht auf einer Trägheit, aber die Borgia müssen einen Schlag. Ezio, La Volpe sagt, ihr werdet ein ausgezeichneter Reiter. Ich habe entdeckt, dass die Cento Occhi ihre Reitkunst im Circo Massimo perfektionieren. Das gibt uns Gelegenheit, mehrere von ihnen gleichzeitig zu erledigen. Alter, mein Bein, ey, aua, mein Knie. Hi, hi! Der könnte unsere Hilfe sicher brauchen. Weil er sich so ehrenhaft ergeben hat, kommen wir seiner Bitte gerne nach. Campo dei Fiori, morgen. Die reiten jetzt aber nicht weg. Das ist noch nicht vorbei!
Schnauze voll, ich scheiß mich da hier nicht mehr in den Raum. Geschwindigkeit rettet euch nicht! Hat in dieser Stadt jede nur denkbare Gold. Das ist noch nicht vorbei! Geschwindigkeit rettet euch nicht! Kaputt. Sie ins Verderben. Rom erwacht aus seiner Zeit. Ezio, die päpstlichen Armeen sind zerstreut. Cesare ist krank und der Papst tot. Das war dein Werk, oder nicht? Leonardo, ich schwöre dir, er starb nicht durch meine Hand. Die Welt wird jeden Tag seltsamer. Ich konzentriere mich lieber auf meine Gemälde. Ich arbeite an dem Porträt einer jungen Dame. Und es gefällt mir wirklich gut. Dass nur die Damen dich nicht von deinen Erfindungen für mich abhalten. Sei unbesorgt. Mädchen sind keine Ablenkung für mich. Hm? Wie meinst du das? Ich habe ja alles schon. Ich warte noch ein paar Stunden in der Nähe, falls du es dir anders überlegst. Da hab ich schon alles. Das gibt's ja nicht, Leute. Ezio, einer der Anführer der Centaurci, ist in unsere eigene Gilde vorgedrungen.
Er ist ein notorischer Lügner und für den Tod vieler unserer Männer verantwortlich. Kommt, ich führe euch zu ihm. Mann, nervt mich das. Ezio, einer der Anführer der Centaurchi, ist in unsere eigene Gilde vorgedrungen. Er ist ein notorischer Lügner und für den Tod vieler unserer Männer verantwortlich. Kommt, ich führe euch zu ihm. Kann ich meinen Augen trauen? Pass auf, das ist ein Hinterhalt. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Wie schlecht war das denn bitte? Habe ich mir schon gedacht, dass das ein Hinterhalt ist. So eine Scheiße. El Popo Loco. Was zum Teufel soll das? Bist du betrunken? Ja. Auch mal an die, die ihr verletzen könntet. Ne. Niemals.
Ezio, ich hoffte, dich heute Abend zu treffen. Ich habe nicht viel Zeit. Das Fest des Dogen beginnt schon bald. Egal, ich habe Neuigkeiten. Offenbar Ezio, der einzige Mensch, der keine anderen Klamotten trägt, aber eine Maske. Nah. Irgendwann. So eine Maskenball. Vielleicht hätte ich besser nichts gesagt. Sie ist mit ihrem Mann hier. Vielleicht ist sie nicht froh, dich zu sehen. Nein. Es ist wunderbar. Es ist Karneval. Mit dieser Maske wird sie mich nicht erkennen. Ich weiß aber, wie ich ihre Aufmerksamkeit erregen kann. Grazie, amico. Ja. Genau. Ich auch so. Hm. So, jetzt muss ich sie nur am Treffpunkt erwarten. In deinem Namen immer zu. Tyrann. Christina. Christina. Manfredo, seit wann bist du so romantisch? Ezio, was zur Hölle tust du hier? Du wagst es! Christina, alles ist gut. Alles gut? Ich habe dich 8 Jahre nicht gesehen. Sieh, ich hatte Angst, du würdest nicht kommen, wenn ich dich bitte. Genau, wäre ich nicht. Ezio, das letzte Mal, als ich dich sah, küsstest du mich in einer Gasse und dann hast du mich heiraten lassen. Es war die richtige Entscheidung. Er liebt dich. Wen kümmert, was er will? Ich liebte dich. Du hattest deine zweite Chance. Bitte, Ezio. Suche mich nie wieder auf. Persona non grata. Okay. 1,5 Stunden. Warte mal, da oben ist voll, ja. Die Sonnenauftrag. Zeig ein bisschen Respekt, Idiot. Na, wenn das kein Besorgen ist. Ja. Gut gemacht, Ezio. Den Kurtisanen nach sind nur die Treuen übrig. Sie sagen die Wahrheit. Dann zögern wir nicht. Gesandte des spanischen Königs und des deutschen Kaisers kamen nach Roma für eine Audienz bei Cesare. Bring sie zum Schweigen, mein Sohn. Ja. Ja, Mama. Hey, wo musst du denn jetzt hin?
So, da sind Aufträge hier. Das sind Warnaufträge. Ezio, ihr habt die Spionin Giulietta aus dem Bordell entfernt, aber sie hört nicht auf, Geheimnisse auszuplaudern. Bei einem Freier, einem spanischen Gesandten. Und der verkauft sein Wissen an die Kirche. Giulietta fürchtet euch nun. Nutzt das. Schickt sie geradewegs in die Arme ihres Spaniers und tötet ihn. Okay. Giulietta, ich weiß von deinem Verrat. No, bitte, Ezio, ich kann es erklären. Helft mir! Ah, ausgedrückt. Möge das Glück euch immer Holz sein, mein Freund. Ziemlich schnell für eine Leiche! Zu Hilfe! Haltet ihn auf! Ragazze, siete una... Non distingue... Muoversi, muoversi! Tempo! Mit dem los. Bitte. Was wird dafür zu sterben, Idiot? Wie das Gesetz bricht. Ich reiß dir die Augen raus, dann musst du endlich anhalten. Bitte, ich hatte keine Wahl. Verlass Rom und lass dich hier nie wieder blicken. No, bitch. Willst du sämtliche Aufträge weg, oder? Egal. Kann sie nicht töten. Schade. Ach, zu schön. Werden können, ne? Naja. So ist das. Dann töte ich sie halt nicht. Also, jetzt haben wir noch ein Gebäude. Einkommen eingezahlt. Doch, da sind wieder die Aufträge. Dann gehen wir da hoch.
Roll einfach runter. Ich dachte, du fällst wenigstens runter. Runtergefallen. Gut. Er hat ihn erschlagen. Er wird noch jemanden verletzen. Nun, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Was ist los? Hör doch mal auf. An diesem Samstag Festspiele in der Ebene vor San Paolo Fuori Lemura. Den Siegern winken die höchsten Preisgelder. Ihr Goldstudi für den besten Kavaliere. Ezio, meine Treue zu eurer Familie brachte mich in eine prekäre Lage. Rodrigo tauscht Gefälligkeiten mit ausländischen Botschaftern aus und erwünscht Informationen, die ihn zu euch führen. Ich werde einen der Botschafter treffen. Er wird Auskünfte verlangen, die ich ihm nicht gebe. Er könnte gewalttätig werden und deshalb möchte ich, dass ihr in der Nähe seid. Bin auf dem Darlehen an